Politiker, die sich in Deutschland für eine offene Gesellschaft engagieren, leben gefährlich. Hoffen wir mal, dass du gemessert wirst. Ha 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 ha. In Großbuchstaben, Fotze. Es gibt Drohungen, es gibt Todeslisten und es gibt Anschläge. Rechte Gewalt ist allgegenwärtig. Dann drücken sie mich auch manchmal an die Wand, stehen zu fünft in ihrer schwarzen Bekleidung vor mir. Dann kann das auch niemand sehen. Absoluter Tiefpunkt dieser Stimmung, die Hinrichtung des CDU-Politikers Walter Lübcke im Sommer 2019. Mutmaßlich durch einen Rechtsextremisten. Können Sie das verstehen, wenn Leute aufgeben? Ja. Volksvertreter oder Volksverräter? Was ist los in unserem Land? Ich bin ein politischer Mensch. Ich gehe auf Demonstrationen, wenn mir was nicht passt. Und auf meinen Social-Media-Kanälen sage ich ganz klar meine Meinung. Mit dem Erstarken der rechten Kräfte in Deutschland habe ich ein Problem. Und mit der Gewalt, die von ihnen zum Teil ausgeht. Die AfD wird in meinem Film deshalb nicht zu Wort kommen. Das Y-Kollektiv wird aber einen Folgefilm machen, in dem es um Gewalt gegen rechts geht. Die gibt's natürlich auch. Ich bin durch Deutschland gefahren, habe mit den Grünen, den Linken und der CDU gesprochen. Was ich mich frage, wie sieht rechter Hass aus und wie gehen Betroffene damit um? Ich treffe Jamila Schäfer. Hallo! Stellvertretende Vorsitzende der Grünen und heute auf dem Weg zum Haustürwahlkampf nach Leipzig. Hass gegen ihre Person kennt Jamila gut. Als Sprecherin der Grünen Jugend hat sie 2016 ihren ersten Shitstorm erlebt, inklusive gleich mehrerer Morddrohungen. Für sie sind solche Mails normal. Ich bitte sie, mir einige vorzulesen. Du bist so extrem behindert, 3 Ausrufezeichen. Wie kann man so viel Scheiße labern und das auch noch im Fernsehen? Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Hoffentlich wirst du demnächst von Flüchtlingen vergewaltigt und erdrosselt, du dumme Drecksschlampe. Genau, das war auch alle, die ich dann zur Anzeige gebracht habe. Also wie geht's dir, wenn du das liest? Ja, es ist nicht schön, das zu lesen. Das ist so eine Mischung aus What the fuck? Ja. Ja, und irgendwie auch unangenehm natürlich. Ich frage mich, ob Leute wirklich denken, das bringt irgendwas Politisches oder es hilft ihnen irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wenn sie mir sowas schreiben. Das verstehe ich auch nicht. Und ich meine, am Ende riskieren sie natürlich auch eine Geldstrafe, wenn sie irgendwie strafrechtlich relevante Nachrichten schreiben und ich das dann zur Anzeige bringe. Jamila sagt, sie habe gelernt, diese Texte nicht persönlich zu nehmen. Sie sei nur eine Projektionsfläche für Leute. Weniger gefährlich macht es das nicht. Das ist auch ihr klar. Dass diesen Sommer sogar ein Politiker ermordet wurde, für sie war es nur eine Frage der Zeit. Ja, ich war eher schockiert, nicht so richtig überrascht, sondern eher schockiert so. Weil man es natürlich jetzt auch nicht, man rechnet ja jetzt auch nicht jeden Tag damit oder so, glücklicherweise nicht. Aber sicher ist es natürlich schon so, dass man auch sehen muss, dass manche Leute es schon auch ernst nehmen und auch ernst meinen, wenn sie solche Drohungen äußern. Und ich glaube, ja, dass man halt auch gut beraten ist, das jetzt nicht nur irgendwie als dumme Jungenstreich oder so zu bagatellisieren, sondern schon auch zu sehen, dass da halt so eine Gewalteskalation sich angebahnt hat und dass manchmal eben auch so ein Hass und Gewalt im Netz und Vorbote dafür sein kann, dass dann auch Leute umgebracht werden. Erstaunlich, wie nüchtern Jamila das zusammenfasst. Dabei kennt sie bedrohliche Begegnungen auch im normalen Leben. Ein Wildfremder hat ihr genüsslich die Geste des Kehledurchschneidens gezeigt. Wir sind in Leipzig angekommen. Fremde Stadt, fremde Leute. Ich an Jamilas Stelle wäre wahrscheinlich paranoid. Sie ist das nicht. Hast du denn manchmal Angst, auf der Straße erkannt zu werden? Oder dass sich jemand anpöbelt? Ist dir schon mal passiert? Nee, aber ich habe auch noch nie so eine Mail bekommen, muss ich wirklich sagen. Glaube ich auch wirklich gut, sich da jetzt nicht jeden Tag diesen ganzen Mist reinzuziehen, der einem so geschickt wird, sondern auch Strategien zu finden, wie man das so ein bisschen ausklammern kann, weil am Ende kann man sich ja dann auch nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren, wenn man sich nur noch damit beschäftigt, wer dich blöd findet. Also. Die Mails sind das eine, die Begegnung mit echten Menschen etwas anderes. Als stellvertretende Bundesvorsitzende steht Jamila in der Öffentlichkeit und kann damit auch immer zur Zielscheibe werden. Auch heute muss sie damit rechnen, Leute zu treffen, die frustriert sind und Politikerinnen wie ihr pessimistisch gegenüberstehen. Denkst du, dieser Pessimismus ist auch ein Nährboden für
zum Beispiel Gewalt, Aggression gegenüber Leuten, die sich engagieren? Ich denke schon. Ja, ich glaube, dass... Also natürlich ist nicht jede Person, die pessimistisch gegenüber der Politik, obwohl es die ja so auch gar nicht gibt, sondern es gibt ganz unterschiedliche politische Ideen, Lösungen, Haltungen und Ziele. Aber natürlich ist oft bei Menschen, die das Gefühl haben, Gewalt ist die einzige Lösung, auch vorher so ein Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust vorhanden. So das Gefühl, man kann sich nur noch mit sehr obszönen oder gewaltvollen Äußerungen bemerkbar machen. Also gerade so dieses Notwehrgefühl, was offensichtlich manche haben, die in so rechtsradikalen Welten unterwegs sind, die so den Eindruck haben, alles geht unter und es wird Politik gegen das Volk gemacht und jetzt müssen wir uns zur Wehr setzen. Es scheint schon so ein Film zu sein, den manche haben und in so einem Weltuntergangsszenario sich fühlen und dann auch das Gefühl haben, ihre Gewalt ist irgendwie legitimiert. Angst, hier in Leipzig so jemanden zu begegnen, hat Jamila Schäfer nicht. Ihr ist es wichtig, auch unangenehme Gespräche zu führen. Wir treffen auf Paula Pilczotta, die grüne Direktkandidatin von Leipzig Süd und eine Handvoll Mitglieder der Grünen Jugend. Beim Haustürwahlkampf gehen sie von Tür zu Tür, um für ihre Partei zu werben. Volksverräter. Nebenbei befreien sie ihre Wahlplakate von rechter Propaganda. Möchtest du einen Sticker haben? Nicht jeder im Viertel freut sich über einen Besuch der Grünen. Das Klientel hier ist sehr durchmischt. Die Leute öffnen zurückhaltend die Tür. So richtig willkommen scheinen die beiden mit ihrer Politik hier nicht zu sein. Guten Tag, mein Name ist Pilczotta von den Leipziger Grünen. Ich wollte nur fragen, ob ich ein paar Infos zur Wahl da lassen darf. Ein bisschen mehr Gegenwind hatte ich allerdings schon erwartet, muss ich gestehen. Ich würde nur ein paar Infos für die anderen ins Briefkasten tun, wenn es okay ist. Anderer Tag, anderes Bundesland. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern. Güstrow ist ein beschaulicher Ort mit 29.000 Einwohnern und einer intakten Innenstadt. Montag ist Hähnchenfleischtag. Spoilerwarnung: Die Idylle trübt. Ich bin mit einer Politikerin verabredet, für die Bedrohungen, Nötigungen und Anschläge seit Jahren Alltag sind und habe einen Tag vor mir, der mich noch lange beschäftigen wird. Karen Larisch, die Frau, die gerade so emsig in der Tasche kramt, sitzt für die Linke im Schweriner Landtag. Sie ist seit Jahren im Fokus von Rechten. Das hat sie jetzt auch schriftlich. Der besagte Brief des LKA, die 1200 Menschen bekommen. Nein, haben Sie jetzt bekommen? Ja, ja, kriegen ja ganz viele. Bei einer Razzia 2017 war bekannt geworden, dass es in MacPom eine Gruppe von Rechtsextremisten gibt, die sich auf den Zusammenbruch des deutschen Staates vorbereiten. Die Nordkreuz-Gruppe sammelte neben Waffen und Munition auch Informationen über politische Gegner. Auf einer dieser sogenannten Feindeslisten steht Frau Larisch. Der eigentliche Kerninformation mit der Liste, wie wird der formuliert? Ja, dass hier Mecklenburg-Vorpommern wegen Verdachtsvorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttat in diesen Jahren, also aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengetragen worden, darunter personenbezogene Daten zu ihrer Person. Und dann steht hier quasi, es gibt grundsätzlich keine Anhaltspunkte, dass eine konkrete Gefährdung vorliegt. Und es sind keine Feindes- und keine Todeslisten. Der Begriff ist konsequent zurückzuweisen. Genau. Gut, das ist ja beruhigend. Total beruhigend. Also dafür, dass die Polizei hier Streife fährt und bei jeder Veranstaltung Zivilpolizisten reinkommen und fragen, ob es mir gut geht. Und dann steht hier, ich kann Ihnen nach derzeitigen Erkenntnissen mitteilen, dass dem Bundeskriminalamt und dem Mecklenburg-Vorpommern keine Gefährdungsaspekte zu ihrer Person vorliegen. Also so ein Satz, den wahrscheinlich alle gekriegt haben, das ist der schönste Satz, sollte Ihnen dagegen konkrete Hinweise vorliegen, die auf eine Gefährdung Ihrer Person durch politisch motivierte Straftäter hindeuten, bitte ich Sie, sich hierzu mit dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unter in Verbindung zu setzen. Die Ironie, strafrechtliche Hinweise hat Karen Larisch in den letzten Jahren vielfach gegeben. Weit über 600 Anzeigen hat sie in den letzten 10 Jahren gestellt. Hallo! Eigentlich ist die Landtagsabgeordnete Sozialarbeiterin. Seit Jahrzehnten engagiert sie sich für Minderheiten und gegen Rechts. Genau so lange hat sie Ärger mit ihren Nazis, wie sie beinahe liebevoll sagt. Viele kennen sie sogar namentlich. Trotzdem wird sie im Alltag schikaniert. Das sind ja auch alles so eine Tiere und ich so klein der Mensch. Dann drücken sie mich auch manchmal an die Wand, stehen zu fünft in ihrer schwarzen Bekleidung vor mir. Dann kann das auch niemand sehen. Wie denn auch? Ich bin ja nun mal hier bloß so ein, was weiß ich, ein Kopf größer als, ne?
Und die kommen dann einfach so, drücken mich dann so an die Wand. Mit den Händen, schirmen mich dann so ab, sagen aber nichts. Die bleiben dann einfach stehen und gucken mich so, die fokussieren mich. Achso, das sind sozusagen, dann, darf ich genau, mal so? Genau, ja. Und dann stehe ich immer und da und denke immer und gucken einfach. Ne? Oder sie stehen so und gucken einfach. Und alleine das nervt ja schon. Das ist ja viel schlimmer als... Nerven? Das ist so... Ich denke immer so... Mm. Und das ist dann auch so, dass... Das ist eine Nötigung. Natürlich ist das Nötigung. Aber dann sind die so schnell weg, wie sie gekommen sind. Und ich kann mich dann auch schlecht bewegen und einmal treten, weil... Und das passiert an öffentlichen Orten? Das passiert Orten. Einfach hier so an öffentlichen Orten. An diesem Nachmittag erfahre ich eine Horrorgeschichte nach der nächsten. Verfolgungsjagden mit dem Auto, vom Fahrrad geschubst werden, Buttersäureanschlag zu Hause. Es sind aber eben keine Horrorgeschichten, sondern Episoden aus dem Leben der Politikerin. Nur ein Bruchteil ihrer Anzeigen hat übrigens zu Strafprozessen geführt. Das ist die Villa. Die Villa heißt eigentlich Villa Kunterbündnis und ist das Herzblutprojekt von Frau Larisch. An der Eingangstür ist in der Silvesternacht vor 3 Jahren das für sie bisher Krasseste passiert, erzählt sie mir. Jemand kommt auf sie zu, den sie nicht kennen, und umarmt sie. Ja, und flüstert mir ins Ohr, geh mal in deine Villa, wir standen hier da vorne, geh mal in deine Villa, bevor was passiert. Und ich wusste ja, da oben saß meine Mutter, meine Freunde, mein Mann, alle saßen da oben. Und ich habe die Tür runtergedrückt und alles flog aus den Angeln. Also das war so, die Scheiben waren kaputt. Was hatten Sie? Naja, ich hatte so ein paar Schnittwunden, Haare waren angesenkt, Jacke kaputt, also halt so... Karen Larisch glaubt nicht an einen Zufall. Was genau passiert ist, wurde nie ermittelt. Die Polizei bewertete die Explosion als normale Silvesterknallerei. Ihr Verein muss für die Nazis wie ein Stachel in der Innenstadt sein, erzählt die Abgeordnete. Alles, wofür die tolerante Multikulti-Kultur linksgrün versiffter Demokraten steht, findet hier statt. Die perfekte Angriffsfläche für Rechte also. Aber es ist ja schon auch ein Schutz, oder? Die Treppe? Also ich habe das Gefühl, es ist eine Festung. Genau, das ist auch schon okay. Kam hier schon mal jemand von denen hoch, die sie bedrohen? Ja, die kommen dann durchaus hoch. Meistens aber natürlich abends oder nachts. Oder aber kommen hoch, reißen die Tür auf, brüllen du doofe Antifa-Schlampe, knallen die Tür wieder zu, gehen runter und reißen dann die Bilder, was die Kinder so malen. Ne, das reißen sie dann einfach von der Wand. Gibt es irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die sie da... Die sage ich nicht. Ja, gibt es, aber das sage ich jetzt natürlich nicht in die Kamera. Also auf jeden Fall ungeschoren kommen die dann hier nicht davon. Die Vorsichtsmaßnahmen, ständige Polizeipräsenz, die Stimmung in Güstrow ist angespannt. Grund dafür ist unter anderem die Integrationspolitik. Im Landkreis Rostock leben 1600 Asylbewerber. Viele davon sind in Güstrow. Ein paar Meter entfernt steht die wöchentliche Mahnwache des Freiheitlichen Bündnis Güstrow. Sie mahnen den, Zitat, Opfern der Merkel-Politik. Ich gerate in eine Diskussion. Was haben wir denn? Das sind alles Verbrecher, gibt's die Mietige. Alles Verbrecher. Ja, natürlich sind das. Genau. Ne? Wir haben das ostdeutsche Volk jetzt 30 Jahre beschissen. Ja, genau so ist es. Wir sind nicht in einem Jahr besser geworden. Mhm. Nur beschissen. Und jetzt bescheißen wir seit 5 Jahren das westdeutsche Volk auch noch. Jetzt auch noch die Rente. Nein, ist so schmutzig. Unsere Regierung. Ja, meine ich ja. Und die haben ja Mitschuld. Unsere Regierung, die könnten das sind Verbrecher. Die verdienen damit Geld. Ja, die könnten denen endlich Arbeit geben und die Stadt sauber machen. Wie sieht es aus bei Norma? Die Stadt können wir alleine sauber machen. Wie im Schweinestall. Aber unsere Politiker müssen wir wegjagen. Ja, das Dreckpack die haben auch einmal einen Kopf. Hier am Rad, ja. Das ist doch genau dasselbe. Ich möchte trotzdem noch mal was fragen. Es geht in meinem Film geht es um Gewalt gegen Politiker. Ja? Das kann psychische Gewalt sein. Ja. Es ist nur so, dass eben auch viel Wut, merke ich, im Land ist. Ne? Und es ist ja wahrscheinlich eine feine Grenze. Wie gehen Sie sicher, dass Sie sich unterscheiden von Leuten? Wir importieren Gewalt nach Deutschland. Das ist das Problem. Aber Walter Lübcke, der CDU-Politiker, wurde von einem Walter Deutschen gemacht. Walter Lübcke macht Scheiße mit der Mafia und alles. Und dann wird irgendwas erfunden, dass sie mir irgendein Rechter da irgendwas anhaben wollte. Das glauben sie alles? Okay, an dieser Stelle steige ich aus. Eine Sonderkommission von 80 Leuten hat wochenlang im Fall Lübcke ermittelt. Die Behauptung dieses Mannes ist eine haltlose Spekulation. Verschwörungstheoretisch. Diese Leute haben definitiv ihr Vertrauen verloren. Sowohl in die etablierten Parteien als auch die Presse. Ob sie heimlich auch Gewalt befürworten, kann ich nicht beantworten.
Gibt es was, was Ihnen wirklich Angst gemacht hat? Na, so diese Mordaufrufe machen mir so Angst, weil ich so manchmal denke, die, die das schreiben, werden das nicht tun. Aber vielleicht fühlt sich ja irgendwer bemüßigt, es so als Gefallen tun zu müssen. Ganz ehrlich, kann ich nachvollziehen. Ich bin wieder unterwegs, auf dem Weg nach Westfalen. Dort will ich einen CDU-Bürgermeister treffen. Sein Fall ging Ende 2017 groß durch die Medien. Er überlebte den Angriff mit einem Messer. Ich treffe Andreas Holstein in Altena, 17.000 Einwohner. Er ist hier seit 20 Jahren Bürgermeister und ausgezeichnet für vorbildliche Integration Geflüchteter. 2015 hatte die Stadt 100 Geflüchtete mehr aufgenommen, als sie gemusst hätte. Darauf nahm der Angreifer Bezug, als er Holstein ein 30 cm langes Küchenmesser an die Kehle hielt. Der stand mir dann im Dönerimbiss im Prinzip gegenüber an dem Abend, hat dann auch gefragt, sind Sie der Bürgermeister? Nachdem ich gesagt habe, was kann ich für Sie tun oder ja, warum, hat er dann ein Küchenmesser gezogen, ist hinter mich und hat dann geschrien, ich stech dich ab. Du lässt mich verdursten und holst 200 Ausländer, was dann auch falsch war, sagte ich, in die Stadt. Hat das dann mehrfach aggressiv und zunehmend aggressiver geschrien. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, jetzt wird es so heiß, dass eine Beruhigung der Situation nicht mehr möglich ist, was der Imbissbudenbesitzer versucht hat, was ich versucht habe. Der Mann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und kam auf Bewährung frei. Holstein hat ihn ein paar Monate nach der Tat in der Stadt getroffen. Groll hegt er nicht gegen ihn, sagt er, und gibt der gesellschaftlichen Stimmung eine Mitschuld. Ich kann klar sagen, ich habe keinen Hass diesem Menschen gegenüber, weil der selbst natürlich eine Mitverantwortung trägt, aber die Rahmenbedingungen mit Sicherheit genauso eine große Verantwortung tragen. Ich glaube, ein Teil unserer gesellschaftlichen Probleme und dieser aufgeheizten Stimmung bis hin zur Gewaltbereitschaft ist, dass wir verlernt haben, miteinander zu diskutieren. Holstein hat sich entschieden, weiterzumachen, sich für konkrete Lösungen zu engagieren, auch weil er den Halt seiner Familie hat. Er kennt auch andere Fälle aus der Kommunalpolitik. Laut Umfrage in den Kommunen ist die Zahl der Gewaltattacken von 2017 bis 2019 um 25% gestiegen. Können Sie das verstehen, wenn Leute aufgeben? Ja. Gar nicht lange, das ist eine ganz einfache Antwort, ja. Also ich habe einen SPD-Kollegen gehabt, der Fraktionsvorsitzender in Bocholt war, der dann gesagt hat, nachdem seine Ehefrau bedroht worden ist, hier ist für mich die Grenze, höre ich auf. Und diese Fälle, die Sie kennen, wo andere Bürgermeister bedroht werden oder Gewalttaten erlebt haben, kommt diese Gewalt immer von rechts? Kann man das verorten? Das kann man nicht verorten. Also im Moment ist es sicherlich so, drücken wir es mal so aus, um den Linksextremismus haben wir uns jahrelang gekümmert und das auch zu Recht. Ich sage deutlich zu Recht. Aber wir haben dabei vergessen, und das hätte man schon beim Aufkommen der NSU-Morde oder nach den NSU-Prozessen deutlich sehen müssen, dass da eine latent gewaltbereite Teilmenge im rechtsradikalen Raum ist, die wir nicht lokalisieren können. Auch hier in Altena hat es Rechtsextreme gegeben, sagt Holstein. Damals sagte man, ein Haufen von Idioten. Heute geht der rechte Hass von ganz normalen Leuten aus, darunter Ärzte, Anwälte, Journalisten. Die Sache ist außer Kontrolle geraten. Nach dem Messerangriff haben die Hassmails zugenommen. Klar, die Öffentlichkeit des Falles potenziert auch die Aufmerksamkeit der Hater. Der Tod als Freund. Und da ist ein Bild von ihm. Von mir drin, ja. Allein von Mai bis Juni 2019 hat er 6 Morddrohungen erhalten. Im Darknet sollen Kopfgelder auf ihn ausgesetzt sein. Das LKA ermittelt. Holstein schafft es trotzdem, irgendwie optimistisch zu bleiben. Er sieht das Ganze pragmatisch. Wir haben im Moment in unserer Gesellschaft ein Problem. Daran sind auch viele schuld, auch die Parteien selbst. Und da müssen wir versuchen, das wieder rauszugucken. Und lass uns nicht nur gucken, wer irgendwo rechts- und linksradikal wählt, im Moment mit dem Schwerpunkt vor allem rechtsradikal, sondern lass uns gucken, was die gesellschaftliche Mitte zu bieten hat. Und die hat immer noch ein großes Spektrum. Und dann lass uns kämpfen um die Leute, die nicht wählen. Mhm. Und lass denen versuchen, ein Gefühl zu geben, dass Politik auch was lösen will und natürlich auch manchmal nicht lösen kann, weil politische Mehrheiten fehlen. So, und ich glaube, dass das so eher das ist, was man dann ummünzen muss, positiv denken. Gewalt verurteilen, dagegenhalten, positiv denken.
Fällt mir persönlich nicht immer leicht, muss ich gestehen, bei all der Wut, die mir begegnet ist. Am Ende geht es darum, unsere Freiheit zu verteidigen und die Werte der offenen Gesellschaft, in der wir zum Glück immer noch leben. Es macht mir aber auch Mut, zu sehen, wie entschlossen Menschen aus verschiedenen politischen Spektren dafür kämpfen. Ohne Gewalt und mit den Mitteln der Demokratie wohlgemerkt. Daran sollten sich am besten alle ein Beispiel nehmen, solange es noch geht. Ich habe auf jeden Fall allerhöchsten Respekt. Das war mein Film zum Thema rechter Hass gegen Politiker. Was meint ihr? Bekommen wir das alles wieder hin? Wie bekommen wir Leute, die schon lange nicht mehr zuhören, dazu, sich wieder mit uns an den Tisch zu setzen und zu diskutieren, auch wenn es vielleicht wehtut? Und könntet ihr euch vorstellen, den Job zu machen, obwohl ihr dermaßen Scheiß aushalten müsstet? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich werde in den nächsten Tagen ein Q&A dazu veröffentlichen, auf ein paar von den Kommentaren eingehen. Und das Video findet ihr dann in unserem Zweitkanal, bei Y2.